Tausende Fans strömen täglich zu den Störtebeker Festspielen nach Ralswiek. Das liegt in erster Linie sicherlich an den Darstellern und an der schönen Kulisse, aber mit Sicherheit auch an den vielen Menschen, die die Besucher gar nicht sehen. Zum Beispiel an Wolfgang Behrendt, der ist Geräuschemacher, aber das ist nicht alles. Und im Handumdrehen werden aus Piraten ehrbare Soldaten. Da soll noch einer die Welt verstehen. Alvine! Heizt die Zuber an und die Mägde sollen die Röcke schürzen. Das wilde Bühnenleben der Piraten, das ist der Stoff, aus dem Grafiker Wolfgang Behrendt seine Ideen zieht. Die Hauptgestalten der Störtebeker-Saga bekommen von ihm aber ein ganz unverwechselbares, neues Aussehen. Das entwirft und gestaltet er direkt am Computerzeichentablett. Als passionierter Skatspieler kam er an einem langen Winterabend auf die Idee, ein eigenes Skatspiel zu zeichnen. Inzwischen kommt sogar noch ein Rommelblatt dazu. Mit Gödicke Michels, Klaus Störtebeker, Schuften und Freunden. Seine bekanntesten Arbeiten aber sind eher weitenwirksam. Seit Beginn an gestaltet er die Störtebeker-Plakate. Mit Acrylfarbe, Buntstiften und einem äußerst präzisen Blick fürs allerkleinste Detail. Das Schwierigste ist einfach, dass man immer die Figur und die Person auch im Kopf behält. Erstmal sieht man das Foto, man kennt den Menschen auch persönlich. Und dass das nicht während der Arbeit verloren geht. Denn es fängt ja sehr, sehr grob an und es wird immer, verfeinert sich immer. Und es wird immer ähnlicher. Und man muss eben auch das Gefühl zur Person haben, sonst läuft man daneben. Nur zu zeichnen hat ihm aber irgendwann nicht mehr gereicht. Und so arbeitet Wolfgang Behrendt nun auch hinter den Kulissen mit. Sorgt dafür, dass die Darsteller auf der Bühne gut zu hören sind. So. Hallo Wolfgang, hörst du mich? Die Agnes ist an. Springen wir gleich mal hin und gucken mal. Und noch einen Job hat er. Geräuschemacher. Am wahrscheinlich kleinsten Arbeitsplatz der ganzen Bühne. Das hat sich ergeben, wie ich hier auf die Insel gezogen bin und ich als Plakatmaler auch gerne mittendrin sein wollte und nicht immer nur so als Plakatmaler zwischen allen Stühlen, war gerade dieser Job frei und ja, und seitdem bin ich dabei und mache die Töne. Nein, das macht auch Spaß. Vor allen Dingen, wenn man merkt, wie die Reaktion des Publikums ist, dass bei manchen Sachen durch die Töne einfach eine richtige Aktion zustande kommt, auf der Bühne was auffällt und es unterstützt auch viele Aktionen. Wir wollen doch nur die Herzen mit der Paletten Salutschüssen bedrücken. Agnes! Jeder bekommt seinen Teil. Das Geräusch haben wir selber gemacht, mit Geschirrschmeißen und mit Blecheimern und allem Möglichen und Stoff zerreißen. Und nach der Vorstellung, Karten hat Wolfgang Behrendt schließlich immer dabei. Quatsch.